Ich setzte mich in meinen Pilotenstuhl und ließ den Atommotor im Schnellstart anlaufen. Eine halbe Minute und die Fläche auf dem Bildschirm schrumpfte zusammen. Nun war der ganze Lagerplatz sichtbar. Viele Pünktchen bewegten sich. Jetzt war schon der ganze Krater zu sehen. Immer schneller ging es. Nun erschien rundum der Horizont. Die Ebene schien sich aufzuwölben. Sie wurde zu einer rostrot und grünbraun gesprenkelten Kugel, die rasch in einen immer dunkler werdenden Himmel fiel. Nun war ich wieder allein. Allein zwischen den Sternen. Hinter mir eine Zeit bewegten Erlebens. Und darum war es eine wertvolle Zeit. Eine Zeit, die ich nie vergessen würde. Und vor mir? Viele Stunden Fahrt brachten mich ebenso viele Millionen Kilometer vom Planeten der Verlorenen weg. Ich brauchte nicht zu lesen, nicht Radio zu hören, keine Filmspulen anzusehen. Mir war nicht langweilig. Ich gab mich ganz der Freiheit hin, einer Freiheit, wie sie nur selten jemandem beschieden ist, der Freiheit, die der gesamte Weltraum bietet. Das Glockenzeichen des Thermovisionsgerätes weckte mich aus meinen Träumen. Auf dem Bildschirm erschien ein Körper, etwas Rundes, ein Ring, ein Reifen, zu regelmäßig für einen Himmelskörper, zu groß für ein Raumschiff. Was war dieser rätselhafte Körper? Das Abenteuer begann wieder. Ich ließ die Wendedüsen sprühen, bis der Körper genau im Fadenkreuz lag.